Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Legend of Grimrock. Der Patch, auf den ich die ganze Woche schon gewartet habe, lässt leider auf sich warten. Darum nehme ich fürs Wochenende noch schnell was auf. Das Gute ist aber, ich habe wieder Semester. Und im Semester kann ich an der Uni hochladen. Hoffe ich, solange sie es nicht merken. Hallo Steinwand. Das bedeutet aber auch die Videos können nicht nur besser... Also können nicht nur länger werden, sondern auch besser gerendert werden. Er erwartet ein Opfer. Ich wollte hier noch was ausprobieren. Wir hatten ja noch was übrig. Dann versenken wir dich nochmal. Secret found. Nomad Mittens. Wer hatte denn das andere Zeug? Nomad Boots. Dann bekommt er hier auch das da. Was macht das überhaupt? Ja, passt schon. Da ist unser Dolch wieder. Und ich muss zugeben, ich habe mal beim Gerugon gelunzt, wo ich denn so bin und wie weit er, wie lange er gebraucht hat bis hierhin. Und das war etwas deprimierend. Jetzt wartet mal kurz. Wir brauchen irgendwas zum hier drauflegen. Sonst haben wir ein Problem. Nehmen wir mal den Dolch. Ja, das passt dabei. Ich muss nochmal zurück kurz. Flup, flup. Flup, flup. Da gehen wir jetzt nochmal hier hin. Ja, rennt dreimal an dem Schalter vorbei. Hat es ja auch geheißen in einem Kommentar. Ich bin da relativ blind für. Das hatte ich beim Gerugon gesehen. Ah, und da hinten geht was auf. Und wo kommen wir raus? Flup. In einem Secret. Was haben wir hier? Ein Wurfstern, den bekommt unser Dieb. Und hier, Tome of Health. Tome of Health, der Wälzer des Lebens oder so. Ein dicker Wälzer, der genauestens beschreibt, was? Wie man, also der eine Ernährung genauestens beschreibt, der Einwohner von Basawa. Was macht das denn? Gain Health plus 25. Unser Cobra hat 80, der 103, sie 39 und der 51. Hm, dann geben wir es wohl über übel ihr. Denn ich denke, die anderen sind zwar schon relativ stabil, aber sie sollte auch den einen oder anderen Schlag aushalten. Ich weiß nicht, eigentlich wäre der Krieger in der ersten Reihe natürlich am besten dafür. Oh ja, und jemand hat mir erklärt, Evasion ist ausweichen, nicht gesehen werden. Eigentlich sollten wir ihn hier an die Front stellen, der wird dann nie getroffen. Und die hier werden ungefähr jedes Mal getroffen. Hm. Na gut, wir in Flup, 64 Lebenspunkte. Fensterwinkel hat 25 Lebenspunkte erhalten. Damit hätten wir das erledigt. Und durch. Man kann... So. Warum ich auf den Patch gewartet habe, liegt daran, dass man angeblich mit dem neuen Patch ein Lautstärke-Menü bekommt. Das heißt, ich kann das Spiel endlich leiser drehen. Naja. Man weiß ja nicht. Hm. Da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als... Ups. Da nicht. Wo ist es denn? Ach, da. Irgendwo. Als zu den Spinnen zu gehen. Leider, leider. Naja. Hallo. Sie schon mal vorbereiten. Es ist vorbereitet. Hallo. Ja, das hatte man gesagt. Ich sollte eigentlich ein bisschen warten. So. Das mache ich jetzt. Kann man rasten, dass man sich wieder halbwegs auflädt. Ja, also das Gift lässt die Lebensenergie nicht stagnieren. Das heißt, wir hatten Glück. Füllen wir uns mal ein bisschen auf. So, und jetzt warten wir, bis die Tür vollständig offen ist. Kommt her. Kommt her. Kommt doch mal einer her. Hallo. So, einmal drüber. So. Die bewegen sich aber nicht her, oder wie? Okay. Au.
So, jetzt ganz cool bleiben. Wieder eine weniger. Naja, so funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Ich habe nichts gesagt. Wir gehen nochmal zurück. Wo war denn der Stein? Ich sollte anfangen, hier Markierungen zu setzen. So, gehen wir dahin. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Heilstein. Ta-da-dam. Verwirrend. Brauchen wir wieder unseren Dolch. Nochmal alles von vorn. Ich sehe da hinten was leuchten. Sehr gut. Ups. Das war zu voreilig. Hm? Dahin. Ah, die Fackel geht wieder aus. Naja, Anmerkung jetzt, weil Uni und so. Jetzt kann ich das sehr viel besser rendern. Also ich muss nicht mehr auf die Dateigröße achten. Deswegen werde ich das mal versuchsweise auf Original rendern. Wenn jemand den PC und den Monitor dazu hat, soll er das mal da anschauen und mir sagen, ob es sich lohnt. Na, kommt her. Zwei sind noch da. Na, kommt noch ein Stück. Bam. So. Dich kriegen wir auch noch. So. Dann hätten wir alles. Rasten wir kurz, damit die Kobra nicht tötet, sich tötet. So. Wir kommen gleich wieder. Nachdem wir nur noch einmal uns vom Gift befreit haben. Da hinten höre ich schon wieder was rumstaxen. So. Ich höre noch mehr hier. Also irgendwo hier in der Nähe sind auch Spinnen. Oh, es hält noch nicht. Dann müssen wir davor wohl rasten. Wäre ja auch zu einfach. So, Dankeschön. Natürlich könnten wir uns einen Zauber machen, der das irgendwie vereinfacht. Wir könnten uns einen Heiltrank machen, aber ich halte da nicht viel davon. Komm, das schaffen wir nämlich auch so. Und die Flaschen, die Erlenmeyer-Kolben, sollte ich ja eigentlich wissen, wie die Dinger heißen. Sind für Besseres bedacht. Oh, er hungert. Gebt dem Mann etwas zu essen. Om nom nom. Dich auch noch. Was haben wir denn hier? Loincloth. Wieder nur so eine Schärfe. Ein Schlüssel. Ein Langschwert. Wir bekommen endlich mal gescheite Waffen. Oh, das hat mir der Scheratan gesagt. Ich sollte ihm, auch unserem Bruger, nicht zwei Waffen geben, sondern eine. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe... Wir probieren es jetzt mal testweise dann aus, wenn der nächste Gegner kommt. Was ist das? Blood Drop. Blossom. Oh, kein Platz mehr. Jetzt wird der Platz eng. Blood Drop Blossom wächst in einem Platz, wo große Schlachten stattgefunden haben. Hexen aus dem Norden benutzen sie in dunklen Ritualen. Ne? Interessant. Ah, dich nehmen wir mit. Tauschen wir gleich mal aus. Auch, Sandmo. Light Armor. Hatte ich schon, oder? Ja, das gleiche. Aber du hast noch nichts. Nimm mal.
Das geht an den O-Dog, der mir gesagt hat, ich soll die benutzten Fackeln wegwerfen. Ich glaube, die regenerieren sich wieder. Aber ich kann mich natürlich irren. So. Haben wir jetzt zwei Schlüssel? Hoppla, ich entschuldige mich. Einmal speichern. Ich höre es wieder tippeln. Dann schauen wir mal. Einmal. Haben wir noch einen? Gleich so vorbereitet. Was für eine Begrüßung. Au. Oh, der nächste kommt. Ich will nicht so begrüßt werden. Hier zumachen. Leider nein. Das heißt rennen. Plupp. Ah, das geht leider nicht. Bevor die uns nachkommen, müssen wir nochmal schnell hierhin zurück. Hallo, Stein. Und ich habe auch irgendwann mal auf einer Sitzung auf meinem Thron das Handbuch zu Rate gezogen und mir den... Ich muss hier immer leise sein, weil das so laut ist. So. Da habe ich mir das Handbuch zu Rate gezogen und die Einleitung gelesen. Und ich kann euch sagen, wunderschön. Vielleicht werde ich die mal übersetzen und auch auf meinen Kanal stellen. Level up. Feuermagie. Erst bei 13. Erdmagie. Erstens. Was haben wir eigentlich für... Steine. Wir haben hier Erdmagie 7, Luftmagie, Eismagie, klar. Erdmagie 3, Poison Cloud haben wir jetzt. Ja gut. Hier noch Fireburst. In Ordnung, dann wofür nehmen wir die nächsten drei? So, Stärke plus 1 jetzt mit Feuermagie. Übrigens, der Mauszeiger ist ein Hardware-Cursor und deswegen nimmt den meine Aufnahmesoftware nicht auf. Habe ich jetzt auch endlich mal rausgefunden. Neu aufgeladen. Naja. Jetzt müssen wir ein bisschen mal aussortieren bei Zeiten. Vorsichtig. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch Gift. Was toll ist. 42... Spüre wieder ein Rätsel. Sollen wir es probieren? Er hat die meisten Fackeln. Ups, nicht danach werfen. Einlegen. Oh. Hat nichts geholfen. So. Und das noch. Nee, also, das hilft jetzt nichts. Okay. Man hat es ja mal versuchen dürfen. Dich will ich auch noch. Und was hat man mir noch alles gesagt? Ich soll nicht bei diesen berankten Wänden nach Knöpfen suchen. Da sind vermutlich nie welche. Da ist doch was. Aha, wartet mal. Das war vielleicht nicht so. Ich hätte die Spinne nicht rauslassen sollen. Ah, da ist sie. Komm her. Das kann nicht sein. Ich will nicht vergiftet werden. Oh. So. Okay. Hallo? Hi. Wo habe ich die jetzt raus? Hä? Ach, da war eine Wand dazwischen. Jetzt verstehe ich. Na gut. Dann ist hier aber sonst.